Guten Morgen, meine Freunde. Endlich geht es los und ich möchte euch einen Sponsor von mir vorstellen, Do Your Own. Das ist ein Herstellungskit. Ihr braucht nur selber Medizin verwenden, sprich Brokkoli. Es ist alles in der Box mit Bedienungsanleitung. Richtig geil und wir fliegen jetzt ja gleich. Ich bin ja leider Schmerzpatient, habe auch Spastik, ausgeprägte Dystonomie und würde den Flug niemals ohne Medizin überstehen und deswegen machen wir uns jetzt hier was. Ja, 1000 Milligramm, immer schön schütteln. Dann machen wir uns jetzt was ready. Komm her, ruhig her, komm, 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 zeig den Leuten das. Das ist das Interessanteste, sage ich immer. Hier schön drauf, bitte gerne, danke. Und Abfahrt, meine Freunde. So. Was ist das Gefährliche daran? So, habt ihr gesehen? Also passt lieber auf, macht den Fehler nicht so wie ich. Ein bisschen weniger, also auf Sprite reagiert das richtig krank. Man lernt aus Fehlern, meine Freunde. So, hier noch und hier auch nochmal in die Fanta. Ich glaube, da werden sich meine Freunde freuen und ich werde keine spastischen Anfälle haben und meine Schmerzen verbissen. Also herzlichen Dank an Do Your Own für die Möglichkeit. Und sprecht mich an auf der Messe, vielleicht habe ich so ein Fläschchen dabei. Hey Leute, ich bin gerade am Einräumen vom Koffer und es freut mich so, mein Pullover sieht so geil aus. Viele haben auch schon gefragt, ob es die zum Kaufen gibt. Leider nicht, aber vielleicht allgemein mal ein Don Cocky Pullover. Aber richtig krass, ich freue mich gerade am Anräumen. Ja. Das wird einfach cool, Leute, das wird einfach cool. So, meine Freunde, mein Kameramann abgeholt. Das beste Team, glaube ich. So, Prösteln auf eine geile Arbeit, Bro. Ja, mein Kumpel, danke. Ja, Alter, es freut mich, dich dabei zu haben. Kost mal und ich bin gespannt. Und? Alter, das schmeckt so tropical Mango irgendwie. Krass, oder? Ja, verdammt krass. Jetzt warten wir mal 10 Minuten ab und dann bin ich gespannt, was er sagt von der Wirkung. Ja, richtig geil. Ich halte euch am Laufenden. Danke, Do Your Own, für die Möglichkeit. Einfach wild. Alle, die kein Sirup mögen, würde ich das empfehlen. Gibt es auch beim Do Your Own als Herstellungsset. Gibt auch, wie gesagt, gute Medizin dafür. Ist ein Top-Produkt. Ich liebe das Zeug. Sirup ist für mich die beste Alternative zum Dabben. Wirkt, ist die Anflutung sehr schnell, verstärkt die Schmerzen. Und was soll ich sagen? Es wirkt genauso. Mal zum Reden kriegt, dann I will tell him one story or two. Aber ich kann ein guter Kunde werden, vielleicht.
So, meine Freunde, wir lassen uns schön massieren. Hier von den Massagesesseln, anstrengender Flug, 2,5 Stunden. Ah, Gönnung. Oh, das wird jetzt gemütlich. Ich wünsche euch einen schönen Tag. So Leute, die spannende Reise beginnt. Ich freue mich, mit euch das einfach zu teilen. Es wird gigantisch, es wird wild. Es wird einfach zu törpig, meine Freunde. Es wird so geil. Wir sehen uns gleich in Baza. Leute, ich weiß nicht, ob man das sieht. Mein Kameramann ist so aufgeregt. Der freut sich so. Und Medizin lässt auch ein bisschen nach, aber es ist, glaube ich, mehr Aufregung. Guckt mal, da schwitzt sich hier runter. Aber das Gute, wir sind gleich da. Meine Freunde, gut angekommen. Ich kann es gar nicht glauben, ich sag's euch. Puh. Bin sehr gut mediziniert, Gott sei Dank. Und jetzt geht's ab in meinen Stammclub. Würde mich freuen, Medical Green Solution, schaut vorbei. Ich bin so in 10 Minuten circa dort mit ein paar Leckereien. Und ja, ich würde mich freuen auf euch, wenn ihr vorbeischaut. Und ich wünsche euch trotzdem einen schönen Montag, die was alle zu Hause geblieben sind. Und ich versuche euch so gut wie möglich mitzunehmen. Schönen Montag euch. Bis später. Hallo meine Freunde, ich begrüße euch im Medical Green Solution in Badalona. Also es ist einfach wild. Erster Tag hier und guckt euch diesen geilen Shit an. Wir haben schon ein bisschen geschnuppert, aber noch nicht so viel. Total orangig, das sieht für absolut ein Wahnsinn.
Zahn drauf. Also heftig. Wir führen hier orange Schale, nur mit ein bisschen Fruchtfleisch noch zusammen. Es ist wirklich heilig. Ich habe noch nie so krasse Orangen gehört. Hat aber mit Denji, man kann Denji schon sagen, es hat ein bisschen, aber es ist eher orange, wirklich krasse Orange. Wirklich heftig, meine Freunde. Wir schauen später noch weitere Sachen an. Alter, bleib dran, es wird einfach krank. Das ist so intuitiv. So, das ist wie ein Teer. Das ist ein bisschen wie Teer. Wir haben im Menü eine Teer, die ist auch so, die ist eine Crepe mit Blumenwurz, die ist auch so gezüchtet auf so seifige und chemische Küche. Ja, so wie Farbe auch. Das war So, ich übergebe dir viel Spaß. Danke. Ja. Slow tap. Da kommen die Turtles. Wo ist Jola? Einfach geil. Das ist doch Dreimal? Kann ich ja nicht trauen, auf den ich das ist schwer, bitte. Das ist halt erstmal drauf, weil sie es einmal aufgemacht haben, dass einer nicht erkannt hat. Dann hat er sich einen Step rausgenommen. Dann haben wir verkehrt und drauf, dass du weißt, das ist das Bananenglas, weil das war ein Schaut mal, Leute, was, wenn ich hier getroffen habe, den guten Nikolai, und schaut mal, was er da mit hat. Cakes. Schlag ich zu. Stückchen dein? Nee, danke. Nee, danke. Ich will Laktoseintoleranz ein bisschen aufpassen. Immer scheren, meine Freunde, immer scheren, das verbindet Community. Ich habe zwei Hübsche Polizistinnen am Tisch, an den Tresen dazu. Mein Kollege von einem anderen Kollegen hat auch ein Hübscherzeug, war ja auch hier. Hey Leute, es freut mich, dass so viele gekommen sind, und jetzt wird auch natürlich hier verkostigt. Do your own. Und hier gibt es natürlich auch noch, also schaut vorbei, wenn ihr noch in Barcelona seid. Ein bisschen, ja? Mhm. Mal schnell kippen, genau, super perfekt. Ein bisschen vielleicht noch perfekt passt schon, würde ich sagen.
Hier meine Freunde, Besuch von einem guten Freund. Geht schon? Ja, genieß, genieß. Ich bin gespannt. Er hat noch nichts gerochen, ich habe ihm einfach gegeben. Das ist das, was wir uns gerade angesehen haben. Geschmacklich richtig gut, richtig fruchtig. Richtig gut, richtig gut. Welche Terps, was würdest du sagen? So Papaya-mäßig. Ist ja lustig, dass du Papaya sagst bei den Geschmacken, aber ich weiß, was du meinst. Ja, voll so Mango, so. Ja, bist du mehr dran? Es sind Orangen-Terps. Ja. So normale Hustende und letzte Gönnung. Aber top, oder? Ja, richtig, ja, gut, richtig geil, gut. Mega, da freue ich mich, dass du hier bist. Mega. Danke dir. Bitte, danke. Gerne, gerne. Hier ein bisschen permanent Make-up, mein Kameramann. So, meine Freunde, Woodpeckers Farm hat uns noch was mitgenommen. Auf dem Tab hat er neues Spielzeug mitgenommen. Das ist jetzt von Focus, ja? Focus Air? Air-Rise. Air-Rise Air, oder? Ja, nur Air-Rise. Air-Rise, Alter. Kannst du mal die Kamera herzeigen? Ist nur mit Magnet. Richtig geil. Krass, wirklich. Top, ich bin gespannt. Das testen wir jetzt gleich. Hier, Leute, wird auch schön ausgetestet gerade, wie der Brownie ist. Ja. Zwillinge, Alter, richtig spendabel. Die sind richtig lecker, gell? Ja, voll. So, meine Freunde, wir werden jetzt da ein richtig nices Gerät testen. Hier haben wir ein geiles Papaya. Ich sage euch, die Terps sind on fire. Ich hoffe, ihr könnt es gut sehen. So süßlich, Wahnsinn. Wir haben hier schon vorbereitet. Das ist das geile Gerät. Das ist jetzt nochmal der? Der Air-Rise. Der Air-Rise. Focus Air-Rise. Hier haben wir schon sehr schönes Extrakt aus Papaya drinnen. So, einfach schließen. Wo drückt man? Einfach hier bei dem V wahrscheinlich? Genau. Wie oft? Zweimal. Eins, zweimal. Wie ist die Temperatur? Die ist jetzt da auf höchstem Level. Also. Höchstes Level, gefällt den Cocky, mach mal mit. So, meine Freunde, es geht noch immer um medizinischen Hintergrund. Wir sind aber auf der Spannerbiss und natürlich wird auch ein bisschen mehr mediziniert, sage ich einmal. Und ist auch sehr anstrengend, die Reise. Wann kann ich es vibriert sofort starten? Genau. Und du kannst die Löcher auch ein bisschen zuhalten auf der Seite. Da kann man auch die Rauchdichte damit steuern. Welche Löcher, Bro? Hier? Hier, genau. Ah, schaut mal, Leute, krass. Ich kann nichts sehen. Hier hat man keine Löcher. Seht ihr das rausrauchen? Interessant, wusste ich gar nicht. Wie machst du das immer? Alle zwei Löcher zu? Ja, eins meistens zu und dann immer so ein bisschen so spielen. Derbs sind on fire, muss ich sagen. Jetzt ist wahrscheinlich aus, hat vibriert. Genau. Wir gucken einmal nach, wie das Ergebnis einfach ist. Vielleicht könnt ihr das ein bisschen sehen. So, da hätte ich gesagt, geht auf jeden Fall nochmal ein Hit. Ja, auf alle Fälle. Zweimal wieder klicken, hätte ich gesagt. Ah, gibt es einen Regenbogenmodus wie beim Buffco oder so irgendwas? Nee, den gibt's nicht. Okay. Ich dachte, Leute, dass der Durchzug von hier unten irgendwo kommt. Und es kommt halt von links und rechts. Wenn jetzt zwei zuhält, kommt kein Durchzug mehr. Thank you.
Es ist nur schön was drinnen. Also schön ergiebig. Mir ist noch ein bisschen die Dampfqualität, ich bin ehrlich zu euch, ein bisschen Dampfqualität zu wenig. Ich bin aber auch das gewöhnt. Das ist halt ein bisschen ein anderes Level, muss man halt sagen. Ich habe meinen Buff Coproxy deswegen auch abgegeben. Und ich liebe dieses Gerät einfach. Und ich hoffe, das hat ein bisschen Spaß gemacht. Und ja, bis später, meine Freunde. Steht schon 2 Stunden dort. Wo die Bäckers fahren, witzig ist denn das? So, meine Freunde, wir verlassen jetzt den Cannabis Social Club und es ist immer wichtig, so wie ihr den Club vorgefunden habt, verlasst ihr den auch am besten. Also räumt wirklich weg. Eigentlich ja ein Verein und deswegen sollte man immer wieder gucken, dass halt auch die Vereinsmitglieder auch ein bisschen was mithelfen. Immer nicht so selbstverständlich viele denken. Deswegen räumen wir jetzt ein bisschen zusammen. Oh, super, ja, unsere Dings. Deswegen immer ein bisschen zusammenräumen, immer gucken. Also die noch einpacken, oder was ihr wissen könnt. Genau, und dann, es muss jetzt nicht zu 100% sein, aber wenn es zu 80% ist, dann freut sich der auch wieder, wenn ihr wiederkommt. Und es ist einfach viel schöner, wie es jetzt. Und das geht richtig zu. Wenn man so viele Leute ist, wie wir sind, dann seht ihr, wie schnell das gegangen ist. Also, bitte immer mitmachen. Da freuen sich alle. Leute, so sieht man aus, wenn man die Spanner bis am Montag, ersten Tag, genießt. In vollen Zügen. Merkt ihr was? Ist das lustig? Ist das witzig? Ich kann nicht mehr, wie geil! Danke, meine Freunde, danke, danke! Jawohl, jawohl, Applaus! So Leute, wir drehen komplett durch hier. Alkohol richtig nice. Schaut euch den Preis an. Also ihr braucht kein Isopropanol mitnehmen oder so. Einfach in jedem Supermarkt. Richtig nice. Ziemlich K.O. geschafft, gut mediziniert, aber freuen uns. Hier, meine Freunde, schöne Lasse gerade noch. Richtig schön. Willkommen in der Welt eines Cannabis Social Clubs in Barcelona.
Hier ein kleines Geschenk bekommen, Herzchen. Liebe geht raus, mein Freund. Ist eine lebendige Legende und ein guter Freund. Also ich freue mich immer, wenn ich dich sehe. Liebe geht raus, Bro. Auf euch, meine Freunde. Hier Papa Kusch, 7 Euro im Club, sehr interessant. Kameramann muss versorgt werden. Was für ein schöner, schöner Tag. Und der ist gleich over, vielleicht wird noch zum Essen bestellt. Winning Day, oder nein? So, 1:10 Uhr und wir haben uns was bestellt. Becky, ja, es tut uns leid, aber es muss man sein. Hey Leute, wer kennt das nicht, mit Liebe reingelegt, oder? Beim Mackie, oder? Ist top, freut man sich.